Hallo zusammen, ich möchte euch die Sternzeichenlegung für September aufnehmen. Wir schauen, was für die Erdzeichen im September bereitsteht. Ich schaue zuerst kollektiv und dann schauen wir die einzelnen Sternzeichen an und ich verlinke euch die Zeitstempel unter dem Video. So, wir schauen für die Erdzeichen. Denkt daran, es ist eine Kollektivlegung. Wenn es nicht resoniert, ist es nicht deine Botschaft. Aber für persönliche Legungen findest du alle Infos unter dem Video verlinkt. Gut, eine Hauptüberschrift für die Erdzeichen im September. Wir haben die idealen Umstände. Vorhin bei den Feuerzeichen war es die ideale Vorgehensweise. Jetzt sind es die idealen Umstände. Und das ist sehr schön. Es zeigt für mich, dass September sehr viel Ideales bringt und wir sehr darauf hingearbeitet haben, jetzt in eine ruhigere Energie zu kommen. Wenn der August nicht so einfach war, der September wird bunter und ruhiger, schöner. Gut, wir nehmen noch Orakelkarten für die Erdzeichen und wir haben, ja, das ist sehr gut, wir haben den Engel der Stärke. Du hast dich wirklich gestärkt und jetzt gibt es die idealen Umstände, du kannst deine Stärke zeigen und nach vorne bringen. Und du sollst wirklich in die Anerkennung dir gegenüber gehen. Sei stolz auf dich, was du erreicht hast und du kannst das wirklich nach außen tragen. So, wir schauen jetzt für Sternzeichen Stier. Wir starten mit Stier für September. Hier im September, ja, das ist eben diese Anerkennung. Geh in dein Selbstwert. Du kannst dich frei machen und fliegen. Wir haben hier den Engel der Stärke mit Flügeln. Ja, klar, es ist ein Engel. Breite sie aus und fliege. Geh in dein Selbstbewusstsein. Die idealen Umstände sind da. Du darfst fliegen. So wie diese Karte. Tiere, keine Ahnung, was das für eine Bedeutung hat für dich. Vielleicht die Krafttiere, vielleicht aber auch, dass du sehr verbunden bist mit Tieren. Wir können nachher die Tarotkarten genauer schauen. So, für Stier im September. Der Stier ist zögerlich. Selbstbewusstsein. Geh nach vorne. Dein Zuhause. Vielleicht bist du auch einfach gern zu Hause im September. Es kann sein, dass du dich zurückziehst und gern daheim bist, aber nochmal die Stärke, Engel der Stärke, die Stärke. Geh in deine Kraft, geh nach außen und erkenne dich an als wertvolle, tolle Person und dass du dir auch ein Stück weit deine idealen Umstände selber erbaut hast. Und darauf kannst du stolz sein. Gut, wir schauen mit Tarot für hier im September. Ja, die Neuanfänge. Die idealen Umstände, das Ass der Münzen, ein Geschenk vom Universum. September wird schön, September beginnt etwas Neues. Du in deiner Energie als Königin der Münzen, du nimmst diese Münze, das Geschenk in deinen Schoß und beschützt es. Und ja, es wird etwas Schönes auf dich zukommen. Das wird für dich im idealen Zustand sein, im idealen Umstand sein und du wirst das wirklich annehmen. Wenn du dich noch so fühlst, dass etwas im Verborgenen ist, etwas im Geheimen ist und du dich nicht öffnen möchtest dafür, dann geh wirklich hier in die Anerkennung, auch in das Annehmen. Lass dich nicht von deinem Herzschmerz aus der Vergangenheit runterziehen. Geh nach vorne, nimm an, was dir gebracht wird. Münzenergie, Münzenergie. Dir wird etwas gebracht, ein Ass der Münzen. Du darfst das annehmen, du darfst es für dich bewahren. Und wir haben hier die 9 der Kelche. Du darfst auch zufrieden sein. Du darfst wirklich dich anerkennen und annehmen. Und du darfst auch wieder ein bisschen mehr in die Feierlaune gehen, in die Lebensfreude und wirklich feiern. Im September darfst du nach draußen gehen, feiern, Selbstbewusstsein, deine Flügel ausbreiten und fliegen. Du wirst dir vielleicht noch ein paar Gedanken machen, aber du gehst wirklich in den Perspektivenwechsel, in den Blickwinkelwechsel und lässt diese emotionale Fülle auch wieder zu und das ist gut so. Auch hier danach ein kompletter Neuanfang, die Vergangenheit abschließen und nach vorne gehen.
Und wir schauen für Stier ein Krafttier, Orakelkarten. Wir schauen, der Elefant, lerne aus der Vergangenheit. Du hast aus der Vergangenheit gelernt, aber lass sie jetzt auch los. Und ich glaube, das ist der Hinweis mit diesem Blickwinkelwechsel. Du hast aus der Vergangenheit gelernt, die Vergangenheit gehört zu dir, aber jetzt darfst du nach vorne gehen in die Leichtigkeit und wirklich wieder feiern. So, ein Engelchen für den Stier. Wir haben Engel der neuen Sichtweise, sieh genau hin, und das ist dieser Blickwinkelwechsel. Sieh genau hin, mach dich aber los und geh nach vorne. Verlier dich nicht im Nachdenken, aber schaue auf dich. Sieh genau hin, schau, wie stark du geworden bist und schau, wie schön du geworden bist. Und dann kannst du nach vorne gehen. Wir nehmen eine Elbenkarte. Gehe neue Wege und wandle auf dem Pfad der Liebe und Heilung. Und das ist genau das. Gehe neue Wege, mach diesen Blickwinkelwechsel durch. Den Pfad der Liebe, diese emotionale Fülle. Ja, das ist vielleicht ein neuer Weg für dich, aber du darfst ihn gehen. Und du wirst dich sicher und geborgen fühlen, weil du hast das Zuhause bei dir. Vielleicht geben dir auch die Tiere Sicherheit und Geborgenheit. Oder vielleicht sollst du dich auf Tiere achten. Im Außen, vielleicht werden dir Zeichen gegeben. Und geh wirklich in dein Selbstwertgefühl und erlaube dir zu fliegen. So, für Stier. Lennemann-Karten für September. Wir haben den Neuanfang, das Kind. Ja, das Ass der Münzen, das Kind. Wenn es darum geht, in eine Beziehung oder in etwas zu gehen, ja, wo du, es kann auch ein Job sein in der Familie, einfach jemand dir gegenüber, es wird ein Geschenk kommen und es wird dir einen Neuanfang bringen. Egal in welcher Situation. Und das ist ein schöner September. Du zweifelst noch ein bisschen, aber geh ins Vertrauen, geh in den Glauben. Es ist auf dem Weg zu dir und es wird alles gut. Hier haben wir diese, ja, mit dieser Sichtweise. Schau dir die Sachen an, nimm es unter die Lupe, zerdenke es aber nicht. Aber vielleicht findest du einen Schlüssel darin, dass du wirklich einen Blickwinkelwechsel durchmachst und die Sachen anders anschaust. Gut, das war's für Stier. Wir machen weiter mit Jungfrau. Was hält September für das Sternzeichen Jungfrau bereit? Jungfrau im September. Es kann sein, dass es bei dir um den Job geht. Karriere. Aber auch, dass deine Anbindung nach oben sehr, sehr stark ist. Vielleicht möchtest du das auch zum Beruf machen. Das kann sein. Die hatten wir gerade schon, aber wir nehmen sie, dann ist das so. Deswegen mache ich eigentlich kollektiv, weil es oft dasselbe ist. Die Neuanfänge und das Zuhause. Ja, ich glaube auch bei dir, bei dem Sternzeichen Jungfrau, dass es darum geht, egal was du machen möchtest, die Neuanfänge, die vielleicht in den Startlöchern stehen, die idealen Umstände sind dafür, für diese Neuanfänge. Du bist stark, du bist in der Selbstanerkennung, vielleicht noch nicht ganz hundertprozentig, aber es geht nach vorne. Und du bist stabil und sicher bei dir zu Hause. Ich deute das so mit dem Zuhause. Und du bist so gut angebunden nach oben, deine Intuition stimmt, dass wirklich Platz ist jetzt für diesen Neuanfang, die Neuanfänge. Aber wir schauen jetzt für Jungfrau mit Tarot. Karten, was da noch kommt. Ja, das sind die Neuanfänge. Du hast die Vergangenheit jetzt wirklich in diesem Rucksack und springst mutig nach vorne. Und du hast die Stärke dafür, das zu machen. Und das ist gut, egal in welchem Lebensbereich, ob Job. Vielleicht möchtest du auch ein neues Zuhause, das kann auch sein. Aber du hast wirklich die Stärke. Da ist ein Aha-Moment, ein Aufweckruf. Und ich glaube, der war in der Vergangenheit, weil du schaust weg davon. Und dieser Aha-Moment hat jetzt die idealen Umstände kreiert, um einen Neuanfang zu machen. Du gehst in einer stabilen Energie nach vorne und das ist gut so. Und trotzdem bist du mit der Prinzessin der Münzen und der Prinzessin der Kelche, bist du in einem guten, ausgewogenen Gleichgewicht. Münzenergie, Kelchenergie,
Du bist stabil, du bist stark, aber trotzdem liebevoll und emotional. Und auch du hast den Magier, du hast alles auf dem Tisch, um zaubern zu können. Das Rad des Schicksals dreht sich, es geht nach vorne und eigentlich musst du gar nichts mehr machen. Du hast die Vergangenheit abgeschlossen, es geht nach vorne. Es kann wirklich arbeitstechnisch sein mit 8 der Münzen. Ja, mach dir keine Sorgen, es wird alles gut mit 9 der Kelche, auch wirklich in deine Zufriedenheit. Und du wirst viele Kelche aufweihen können hinter dir und es geht nach vorne. Gut, wir nehmen sie. Auch du hast den Gehängten, den Blickwinkelwechsel drin. Es kann sein, dass im September wirklich nochmal ein Perspektivwechsel kommt. Vielleicht geht es um zwischenmenschliche Beziehungen oder wirklich um dein Gleichgewicht von Münze und Kelche, von Emotionen und Stabilität. Es kann sein, dass du das in dir vereinst oder es kommt jemand auf dich zu, der sehr emotional ist. Aber du findest auf jeden Fall in deine Leidenschaft Kreativität. Und wenn es beim Job ist, wird dir das helfen, nach vorne zu gehen und diesen Neuanfang zu machen. Und wenn es in anderen Gebieten ist, natürlich auch. Gut, wir schauen. Jungfrau, ein Krafttier für September. Der Seestern öffnet dich den unbegrenzten Möglichkeiten. Die idealen Umstände sind da, die Neuanfänge liegen da. Es gibt unbegrenzte Möglichkeiten und sie stehen bereit für dich. Nichts für unmöglich halten. So, wir nehmen ein Engelchen für die Jungfrauen im September. Engel in Menschengestalt, du bist nicht allein. Und das ist sehr schön, du wirst Menschen im September um dich herum haben, die dir helfen. Vielleicht, wenn du manchmal das Gefühl hast, du kommst noch nicht allein weiter. Aber mach dir keine Sorgen. Wenn wir das mit dieser Engelskarte deuten, es ist immer jemand da, wo dir hilft. Vielleicht ein gegensätzlicher Mensch, Münzen und Kelche sind nicht unbedingt ähnlich. Aber du wirst Hilfe haben und vielleicht ist genau dieser Gegensatz das, was dir hilft. So, eine Elbenkarte für Jungfrau. Im September. Gehe neue Wege und wandle auf dem Pfad der Liebe und Heilung. Das hatten wir auch schon. Ja, dieser Blickwinkelwechsel, diese Liebe, die Liebe ist hier in Kelchform. Vielleicht fehlt dir das noch ein bisschen, aber du wirst auf jeden Fall in die Heilung gehen, du fühlst dich sicher und geborgen in dir mit dem Zuhause. Das Rad des Schicksals dreht sich, die Neuanfänge sind in den Startlöchern. So, Jungfrau, wir legen noch L'Element für September. Die Neuanfänge und das Glück. Es ist viel Neuanfangsenergie im September da, viele Neuanfänge sind in den Startlöchern wieder mal. Und ich glaube, die idealen Umstände wurden jetzt vorbereitet, damit das in dein Leben kommen kann. Für die Wunscherfüllung und wirklich für dieses Glück und die Ernte. Ich denke, im September wirst du sehr viel ernten können. Du sollst nicht zweifeln, sei nicht am Zweifel. Du bist schlau genug, intelligent genug, schlau wie der Fuchs. Gehe wirklich in diese, ja, erkenne dich selber an, sei stolz auf dich und zweifle nicht an dir. Du hast die Neuanfänge verdient. Das, was abgeschlossen wird, wird abgeschlossen. Und das Neue, was kommen möchte, vielleicht Nachrichten, das hat jetzt Raum und Platz und das wird im September kommen. Gut, das war für Jungfrauen, für die Jungfrau, das Sternzeichen Jungfrau im September. Und jetzt schauen wir auf Steinbock. Was der September für das Sternzeichen Steinbock bereithält. So, wir haben die Inspiration. Im September wirst du inspiriert werden und strahlen. Du wirst inspiriert werden, um wirklich leuchten zu können. Du wirst Klarheit erhalten, vielleicht über ein gewisses Thema oder insgesamt über dein Leben, über das, was du möchtest. Klarheit über die idealen Umstände, die da sind im September. Und du wirst viel Glück haben bei all deinen Vorhaben, die du hast im September. Good luck, die idealen Umstände sind da. Das ist sehr schön. Wenn du dir etwas vorgenommen hast für September, ist es ein guter Monat, dich inspirieren zu lassen und in deiner Klarheit, die du erlangt hast, neue Dinge in Angriff zu nehmen. Du hast die Stärke dazu und das Glück dazu. Wir schauen mit Tarot
für Steinbock im September. Ja, die Stärke, der Engel der Stärke, die Stärke. Ja, muss ich nichts dazu sagen. Da ist ein Löwe, der wird gebändigt. Du hast den Löwen in der Hand, du hast deine Kraft und deine Stärke wieder bei dir. Und es geht nach vorne. Du nimmst diese Klarheit, die du erreichen wirst, erreicht hast, in die Hand und schaust dir alles von oben an, in einer sehr ruhigen, entspannten Energie. Und damit erschaffst du dir natürlich die idealen Umstände, um etwas auf den Boden zu bringen. Du hast das Gefühl, es stagniert. Es geht nicht weiter mit 7 der Münzen, vielleicht auch bei der Arbeit. Aber du bist unabhängig und stark. Und wenn es sich nach Stagnation anfühlt, ist es vielleicht nochmal die letzte Vorbereitung, um wirklich komplett in deine Stärke zu kommen. Damit du ein bisschen Ruhe hast, um diese Klarheit ja, zu verinnerlichen und zu verfestigen. Aber du bist Königin der Münzen, bei dir sehr viel Münzenergie, sehr viel Stabilität. Und ich glaube, du hast dir das hart aufgebaut über die letzten Monate und jetzt geht es nach vorne. Es geht schnell nach vorne, die Stagnation sollte sich nicht so lang oder so lang hinziehen. Es geht nach vorne mit 8er Stäbe. Vertrau darauf, bleib in deiner Intuition. Du bist die hohe Priesterin. Und das, ja, du weißt, dass es nach vorne geht und dass deine Abgeschlagenheit und Ausgelaugtheit, die du vielleicht noch fühlst, das am Boden gedrückt sein, weicht jetzt wirklich der 10 der Münzen Energie der kompletten Stabilität. Und es ist eine Entwicklung von 7 der Münzen, 9 der Münzen, 10 der Münzen. Es ist ein Progress, eine Umwandlung vielleicht auch, wo dieses Stagnationsgefühl wirklich weggeht und du deine Stärke mehr und mehr erkennst und du reifst einfach zur Herrscherin. Und das ist gut. Gut, wir schauen. Ein Krafttier für Steinbock. Wir haben den Flamingo. Ja, das dazwischen. Und das ist eben dieser Umwandlungsprozess. Wenn diese Stagnation da ist und es sich danach anfühlt, versuche, ja, es als Vorbereitungszeit zu sehen und dich noch mehr zu verfestigen, noch mehr Klarheit zu erlangen, noch mehr Inspiration zu bekommen, diese Ruhe auch anzunehmen als Inspirationsquelle, damit du noch mehr in deine Stärke kommst und gefestigt bist. So, ein Engel. Engel der Entscheidung, die Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, ist dein höchstes Privileg. Und auch hier die Erinnerung, du hast die Stärke, die Entscheidungen zu treffen, du hast die idealen Umstände, um Entscheidungen treffen zu können. Das ist wirklich ein Privileg. Du wirst nicht fremdbestimmt, sondern du bestimmst über dich selber als Hohepriesterin. Und das ist sehr, sehr gut. Und schau, die Hohepriesterin hat hier ein Schwert. Das Ast der Schwerter, das ist diese Klarheit. Das heißt, du bist in der Klarheit, du bist inspiriert und die idealen Umstände sind da. Du bist in deiner Stärke, also ein super September. Wir haben, lebe deine spirituelle Intelligenz und folge stets dem natürlichen Pfad. Ja, ich muss nichts dazu sagen. Gut, du bist spirituell, du weißt, wohin es geht, du schaust alles von oben an. Geh deinen eigenen Weg, die idealen Umstände sind da. So, für Steinbock, Lennemore für September, auch für dich ein Neuanfang. Ja, du wirst Brücken bauen zu diesem Neuanfang. Vielleicht bekommst du Nachrichten, aber der Kompass, also du kannst eigentlich nicht mehr viel beeinflussen. Du hast in der Vergangenheit schon den Kompass dahingestellt, dass wenn Nachrichten von jemandem kommen, wirst du genau wissen, ob du Brücken baust oder nicht, ob du einen Neuanfang möchtest oder nicht. Und das ist gut so. Bleib in deiner Intuition, in deiner Klarheit und alles andere wird sich von selber ergeben. Es kann sein, dass es um eine Person geht, eine Person dir gegenüber, um eine Person, die dir gegenüber ist, geht. Kein Deutsch. Hier ist der Ring, die Verbindlichkeit. Und ich glaube, dahin soll es gehen, dass du verbindlich mit jemandem sein kannst. Vielleicht auch ein Job jemand anderem gegenüber, Familie. Es muss nicht immer Beziehung sein. Und du hast die Stärke, diese Verbindlichkeit zu ja, leben. Und deswegen mach dir keine Sorgen. September wird
für dich wahrscheinlich schnell Änderungen bringen, Neuanfänge bringen. Das ist gut so. So, wir belassen das so. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen September und bis bald. Ciao, ciao.